Ein beachtliches Meer aus Blumen und Kerzen hat sich vor dem Zaun des französischen Generalkonsulates in der Zeppelinallee gebildet. 3 Tage sind die Anschläge nun her, Europa steht unter Schock. In Frankreich kehrt man nur langsam wieder zur Normalität zurück und auch in der Main-Metropole ist die Angst spürbar. Ich weine mit Bewohnern Parises. Das ist traurige Zeit nicht nur für Franzosen, das ist traurige Zeit für alle Leute. Wir sollten gegen Terrorismus einhalten. Ich glaube nicht, dass wir was ändern werden, aber es wird auf jeden Fall ein ungutes Gefühl da sein. Und wer im Stadion war, hat auch schon mal erlebt, wie so ein Böller hochgegangen ist. Und die Vorstellung, dass man das jetzt verbindet mit so einem schrecklichen Anschlag was den Menschen vorgehen wird, das wird schon viel Zeit brauchen, bis man da wieder Normalität empfindet. Normalität. Im Moment fast ein Ding der Unmöglichkeit angesichts der Vorkommnisse. Im Konsulat sprach Volker Bouvier, der Generalkonsulin Sophie Laszlo, sein Mitgefühl aus. Fest fasste der hessische Ministerpräsident ihre Hände und teilte offen das Leid der Konsulin. Im Andenken an die Opfer in Paris schrieb er in das Kondolenzbuch: Im Namen des Landes Hessen und aller Bürgerinnen und Bürger spreche ich dem französischen Volk unsere tief empfundene Anteilnahme aus. Unsere Trauer gilt den Opfern, unser Mitgefühl den Angehörigen und unsere Solidarität unseren französischen Freunden. Der Terror wird nicht siegen. In stiller Trauer, Ihr Volker Bouvier. Gemeinsam trauern, gemeinsam schweigen. Um 11:45 gedenken Bouvier und Laszlo zusammen mit den Mitarbeitern im Konsulat der Opfer in Paris, um den Franzosen zu zeigen, dass sie nicht allein sind. Zuvor verlas die Generalkonsulin eine gemeinsame Erklärung der europäischen Staats- und Regierungschefs. Das Gute ist stärker als das Böse. Wir werden alles Notwendige tun, um Extremismus, Terrorismus und Hass zu bekämpfen. Chers amis, liebe Freunde, in dieser schmerzlichen Zeiten dürfen wir zusammenstehen. En signal de solidarité et en hommage aux victimes, faisons ensemble une minute de silence, eine Gedenkminute. Nicht nur hier, in ganz Europa steht für eine Minute die Zeit still. Die Angst vor Terrorattacken ist gewachsen, auch in der Rhein-Main-Region. Die Befürchtung, dass auch hier ein Anschlag verübt werden kann, ist groß. Einigeln und Verstecken sei aber keine Lösung, so Bouvier. Ich kann nur sagen, die Menschen brauchen keine Angst zu haben. Angst ist ein schlechter Ratgeber. Die andere Seite ist, niemand mit Sinn und Verstand kann garantieren, dass nicht irgendwo irgendetwas passiert. Unsere Aufgabe ist es, das nach Möglichkeit frühzeitig zu erkennen und zu verhindern. Zur Stunde, so ist mein Kenntnisstand, haben wir keine Anzeichen für besondere Umstände. Aber das ist natürlich kein Grund, dass wir uns zurücklehnen. Wir werden sehr wachsam bleiben. Einen 100%igen Schutz vor solchen Ereignissen wird es aber dennoch nie geben.